Herzlich willkommen zurück im Winter von Infected. Endlich ist er da, endlich ist das Eis gefroren. Ich wusste ja gar nicht, dass das Meer auch friert. Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch die Optik hier mega schön. Und wir galoppieren tatsächlich wieder Hirsch, wie man hört. Und ja, die Schmiede läuft. Das haben wir in der letzten Folge geschafft. Ich muss aber mal ganz kurz gucken. Die Kohle habe ich jetzt weggeräumt. Dann werde ich mir mal hier ein bisschen Feuerholz schnappen und schauen, ob im Gewächshaus noch alles in Ordnung ist. Nein, ist es nicht. Verdammt. Der Ofen ist ausgegangen, warum auch immer. Und alles ist eingegangen. Ah, schade. Also das Experiment hat da mal nicht geklappt. Frage ist, ob ich nochmal versuche. Oder ob ich das sein lasse und die Saat spare. So viel habe ich nämlich auch, glaube ich, gar nicht. Nur mal gucken gleich. Ja, das ist ja ärgerlich, dass der Ofen ausgegangen ist bei der Kälte. Weil eigentlich lag Kohle nämlich noch drin. Wir haben 8, 9. Ja, Zwiebel würde ich dann, glaube ich, eher nicht anpflanzen. Aber vielleicht Melone nochmal. Und ich merke gerade, meine Stimme ist ein bisschen komisch. Kartoffel. Ja, komm, einen machen wir noch. Boah, ist das ärgerlich. Warum ist das ausgegangen? Ist das zu kalt da drin? Dürfte eigentlich gar nicht sein, weil Kohle hatten wir nachgelegt. Warum die aufgebraucht ist, keine Ahnung. Ja gut, dann mache ich mal die große Melone nach hinten, denn die hatte ich ja aus Versehen geschnappt. Dann nehmen wir mal Gurke, Melone und Kartoffel. So, und jetzt muss ich den Ofen anmachen. Ah, das war doof. Schnell. Grad. So, die lebt noch, die ist eingegangen. Ist die Frage. Haben wir denn noch Wasser? Wir haben nur noch sauberes Wasser. Also, ich probiere es einfach nochmal aus. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum mir das ausgegangen ist, weil die Kohle reicht eigentlich für genau 1,5 Tage. So, nochmal Wasser holen. Schnell wieder zu. Das Gute ist natürlich, dass wir hier gleich Schnee haben und ich hole mal noch eine Honigmelone. Das will ich aber wissen. Ja, als ich sagte, ich hole eine Honigmelone, meinte ich auch eine Honigmelone, aber die habe ich natürlich hier drüben drin. So, da haben wir noch ein bisschen Saat. Ich meine, ist ja nicht schlimm, wir finden ja immer wieder Neues. Aber es soll ja jetzt im Winter so sein, dass man hier nämlich nichts mehr findet. Und das wäre ein bisschen schwierig dann. So, Saat. Wasser. Und die kriegt auch nochmal Wasser. Ich weiß nicht, ob das an der Kohle lag, die schlecht war. Keine Ahnung. Also, wir müssen dann nochmal Kohle nachlegen auf jeden Fall. Oder Feuerholz. Nee, ich dachte gerade, es ist hier schon eine kleine Melone. Ist es aber leider nicht. Ich guck mal, ob hier irgendwas rumliegt. Also, gewächsmäßig. Nee, hier läuft ein Hirsch. Und alles ist leer. Ja gut, dann ist das eben so. Kann man nicht ändern. Ich denke, wir werden trotzdem ganz gut über den Winter kommen, denn ich habe ja immer noch die Rindergulaschtüten.
Ne, hier ist gar nichts, was wächst. So, die nehme ich mal gleich mit. Und dann werde ich, glaube ich, bevor ich überhaupt anfange mit dem Extrahierer, da Eisen reinzuschmeißen, werde ich erstmal die Werkbank bauen, die verbesserte, und dann Eisenwerkzeuge. Weil wir haben den Winter jetzt natürlich. Ah nein, jetzt habe ich das da wieder. Obwohl eigentlich. Nee, ich nehme es mit rüber. 3, 4, 5, 6. Wir haben den Winter jetzt und können das ganze Holz am Ufer abholzen. Auch die Steine natürlich. Das ist echt mega. Und die Kreissäge ist ja jetzt auch gleich fertig. So, Feuerholz, Holzscheite. Die Holzscheite. Oh Mann, das ist immer so groß alles. Eigentlich könnte ich es auch im Wasser stellen, aber dann haben wir es unter Wasser. Ich weiß nicht, ob wir das im Sommer wieder rauskriegen. Wo mache ich denn die Kreissäge hin? Die könnte ja dann eigentlich da hinten in die Ecke. Der Tisch kann abgebaut werden. Das heißt, Feuerholz mache ich trotzdem erstmal hier vorne hin. Holzscheite. So, den baue ich mal ab. Da habe ich auch nichts drin. Oder brauchen wir den noch? Ach, brauchen wir nicht. Selbst wenn mit Holz, vier Holzscheiten kann man sich den ja einfach nochmal neu bauen. Der kostet ja nun wirklich nichts. Ach so, ich wollte ja in der Schmiede. Kobalt rausholen. So, da haben wir Bleibarren. Die können schon mal in die Windmühle rein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Als ich sagte Windmühle, meinte ich doch die Windmühle. Nein, jetzt habe ich den Kobalt da reingeschmissen. Oh, verdammt. Also nochmal. Ja, sowas passiert, wenn man nicht aufpasst. So, und dann können wir nämlich endlich die verbesserte Werkbank bauen. Die braucht 10 Bretter und 10 Nägel. Wo packe ich denn die eigentlich mal hin? Verbesserte Werkbank könnte eigentlich auch erstmal. Aber will ich die hier drin haben? Nee. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich pack die erstmal hier raus. Ich wollte ja gerne alles so ein bisschen unterteilen. So, 10 Bretter, 10 Nägel. Ich glaube, wir haben noch 8 Nägel. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, 42 Schrauben, 5 Nägel. Na gut, die kann ich mir eigentlich auch klemmen. Aber hier können schon mal die Bretter mit. 4, 5, 6. Ich hasse es. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Platz. So, dann kann die nämlich auch abgebaut werden. Ja, wie ihr merkt, ich habe noch kleine Orientierungsschwierigkeiten. Es ist auch so wahnsinnig hell hier im Winter. Ein Brett fehlt noch. Okay, ein Brett. Das kriegen wir doch hin. So, dann kommt das erstmal rüber. Die kommen rüber. Die kommen rüber. Und dann können wir noch drei Steine reinmachen. Da haben wir den hier nämlich auch voll. Und danach gibt es ja nur noch gerade Eisenbrocken. Genau. So. Und dann wird abgeholzt, was das Zeug hält. Dann sieht man auch den Felsen, glaube ich, richtig schön. Wobei man sieht ihn jetzt im Moment sowieso richtig.
So, da brauchen wir noch Nägel, auch 8 Bretter, 20 Schrauben, die haben wir ja schon mal da. Und Eisenbarren ohne Ende. Könnte gleich dann auch schon mal eine Kiste nochmal bauen. Für die ganzen Steine. Ach, ist das schön. Es ist so schön. Ich finde das Spiel, weiß nicht, wird immer schöner irgendwie, weil die Details einfach so rausgearbeitet werden und ja, mir macht echt mega Spaß. Man ist tatsächlich infiziert, muss ich echt sagen. Der Name ist schon zurecht gewählt. So, macht mal hin. Okay, Kobalt, den machen wir jetzt erstmal in die Kreissäge rein, bevor ich hier wieder einen großen Fehler mache. Ach, Eisenbarren braucht man noch. Das war das Problem. Mich schon gewundert, dass ich einen Kobaltbarren nicht reingemacht habe. Ja, okay. Es dauert dann doch noch alles ein bisschen länger. So, mit dem haben wir dann nochmal zwei Eisenbarren. Was habe ich schon wieder für Probleme? Durst. Habe ich denn überhaupt noch Wasser abgekocht? Hier ist noch 100. Und das ist schmutzig. Leeren. So. Gucken wir mal. Und hier ist noch 200 Milliliter sauberes Wasser. Sehr schön. Ja gut, dann ist mir das jetzt wurscht. Dieses Galoppieren. Dauert alles jetzt ein bisschen länger, aber egal. So, Steine nehmen wir gleich mit. Mal gucken, dass wir hier so viel wie möglich abbauen können. Und vor allen Dingen auch hier gleich mal die Brücke, also die ja im Moment noch keine richtige Brücke ist, ein bisschen ausbauen können. So, damit haben wir eins, zwei, 3, 5. Packen wir mal da rein. Das kann weg. Und die können hier rein. So, hier können wir schon mal verlängern. Stimmt, ich kann ja jetzt hier drauf gehen. Kann man bis rüber machen. Bin gespannt, dass es gut hinhaut. Ja, und ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich das Ganze hier tatsächlich so ein bisschen als Hafengebiet ausbauen möchte. Mit kleinen Häusern, Tavernen. Das kostet, das kostet. Ich hätte mal zählen sollen. Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt erstmal nur ein einfacher Steg. Ich denke mal, das werden wir noch ein bisschen erweitern müssen. Aber es klappt gut. Wir kommen schön gerade. Drüben an und ich hoffe wirklich,
Oh. Dass das jetzt hier alles gleich über Wasser ist und nicht dann unter Wasser schwimmt. Also ich hoffe, die Höhe bleibt gleich. Sonst haben wir echt ein Problem. Ein optisches Problem zumindest. Ein bisschen Ausdauer sparen. Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen jetzt im Winter. Ah, da passt keins mehr hin, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, dann mal zurück. Marsch, Marsch. Yeah. Schöne Eisbahn. Oh, erstmal Ausdauer sammeln. Und vor allen Dingen ein bisschen schneller zurück, falls ein Schneesturm kommt. Herrlich. Herrlich. Einfach hier mal so auf dem Meer rumlaufen. Ist schon eine ordentliche Strecke. Es wird also ein langes Let's Play. So, hier haben wir Eisenbarren. Und die können jetzt erstmal in die Kreissäge rein. Ja, die ist fertig. Endlich. So, dann hebe ich den jetzt erstmal auf. Nee, den hebe ich nicht auf. Wir brauchen Nägel. Und zwar für die Bank. Und dann werde ich die nächsten Barren erstmal für Eisenwerkzeuge verwenden. So, ein Brett brauchen wir noch. Dann kann die Säge ja eigentlich auch abgebaut werden. Machen wir mal hier drauf. Ja, sehr schön. Ich bin begeistert, ehrlich. Jetzt gilt es eigentlich nur noch zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln. Ich habe ja schon ein bisschen Holz abgemacht, abgeholt, abgeholzt. Mein Gott. Manchmal fehlen mir echt die Worte. Werden wir schon mal einsammeln. Und die nächsten Bäume dann echt mit der Eisenaxt machen. Wenn denn die Ausdauer zurück ist. Und dann muss ich gleich nochmal nach dem Gewächshaus gucken. Ja, nun krieg dich mal wieder ein, alter Mann. Kann man sich ja nicht mit anhören hier. Na? Okay, so, dann nehme ich noch einen Stein mit. So bläulich aus. Ich glaube, da kommt gleich ein Sturm. Aber jetzt mal ehrlich, sieht das nicht schön aus? Oh ja, Schneesturm. So, ihr könnt schon mal hier rein. Hol ich erstmal noch eine Ölkanne. Hey, was war das denn gerade? Ich glaube, das kommt vom Wasser. Ich schmeiß mal noch ein bisschen Feuerholz rein. Noch scheint der Ofen zu brennen. Es leuchtet. Schnell zu. Oh, und es geht doch ganz schön schnell runter.
Schmutziges Wasser. Die Kartoffeln will ich nochmal machen. Kartoffeln halten und die Gurke hält und der Schneesturm ist da. Wir gehen gleich raus. Oder? Nee, ich kann nicht raus, verdammt. Doch, ich kann raus. Komm. Schnell rüber. Na, zumachen. Schnell den Ofen an. Ich glaube, ich muss noch mal Feuerholz sammeln. So. Ja, der erste Schneesturm. Und, ach, herrlich. Ich mag es. Die Geräusche, die Optik und das erste Mal am Meer. Genießen wir mal diesen Augenblick. Deswegen habe ich auch die Fenster nicht zu, weil ja, ich finde es gar nicht so wichtig, dass die zu sind. So, die machen wir mal hier runter. Und mich ordentlich gucken. Und der Wind heult. Ja, da muss ich gleich nochmal gucken mit dem Gewächshaus. Dann braucht der kleine Ofen. Der brennt sich aber schnell runter. Weiß nicht, ob das geändert worden ist nochmal. Also am Anfang war die Kohle ja wirklich lange haltbar. Aber ich finde, in der Schmiede wird die auch, also da hält die sich ewig. Warum das bei dem kleinen Ofen nicht ist, keine Ahnung. Gut, es ist der einzige Winter, den wir brauchen mit dem Gemüse. Ich denke, im nächsten Winter haben wir schon ein Gewächshaus oder sind besser aufgestellt mit den Konserven. Ich glaube, ich werde auch gleich das Aluminium einschmelzen, damit wir noch Dosen machen können. So, jetzt kann es aber langsam aufhören. Sonst haben wir hier den ganzen Tag und so in der Hütte verbracht. Wir wollen ja schließlich ein bisschen weiterbauen. Aber der Wind heult so schön. Und witzig, wenn man jetzt hier so aus dem Fenster guckt, man kann tatsächlich was sehen, geht man aber raus, dann wird's kritisch. Es sieht übel aus. Geht aber lange, der Sturm. Jetzt nimmt er ab. Und das Bläuliche verschwindet auch so ein bisschen. Sehr gut, wir können wieder raus. Und haben jetzt nur noch minus 14 Grad. Was ja voll das Schnäppchen ist. Ah, da muss ich mal gucken jetzt mit dem Feuerholz. Der brennt noch. Der brennt tatsächlich noch. Okay, so. Können wir die schon ernten? Die können wir ernten. Melone können wir wahrscheinlich nicht ernten. Und Gurke und alles auch nicht. Das heißt, da brauchen wir noch mal Wasser. Wie habe ich denn hier noch? Oh ja. Können wir beide voll machen.
Was hat der denn da gerade geschlurft? So, nee, da haben wir noch Wasser. Das reicht eigentlich. Aber hier brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Ja, die Farbe von der Gurke ist natürlich auch ein bisschen komisch. Noch so herbstlich. Ich denke, das ist auch gar nicht ausgelegt dafür, das hier über den Winter zu halten. Zumindest nicht im Freien. Das haben sie ja nun ein bisschen geändert. So, das mache ich jetzt hier einfach nochmal rein. Da müssen wir noch ein bisschen Feuerholz sammeln. Macht aber nichts. Wir traben erstmal zur Schmiede. Und die hat kaum Kohle verbraucht. So, wir haben 3 Eisenbarren. Das reicht doch dann für die Axt. Müssen wir alles rausschmeißen. Und dann brauchen wir einen Stock. Den hole ich mir schon mal. Und eigentlich müsste man hier auch noch ein paar Holzständer hinbauen. Kann man ja noch machen. Oder wir rennen tatsächlich einfach hin und her, hin und her. Die kann ich aber schon mal rausnehmen. Ach, was habe ich vergessen? Natürlich die Kreissäge zu bedienen. Da brauchen wir erstmal Öl für. So. Nehmen wir mal 2 Kännchen. Tada, sie funktioniert. Ach, ist das schön. Ich freue mich voll. Das nicht, wo ist denn mein Wagen? Hier ist mein Wagen. Können wir die hier vorne eigentlich lassen und immer wieder voll machen? Und hinten dann auch nochmal welche hinstellen. Und da sind... Ach, 4 brauchen wir. Oh. Ich vergesse das immer, dass die so teuer sind. Wo waren wir denn? 3, 2, okay. So, was sagt denn unser Eisen? Es ist fertig. Dann machen wir als nächstes die Spitzhacke. So. Wagen mit. Nee, ich brauche erst den Eisenachskopf. Da ist er. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Oh, ich habe eine normale Werkbank gebaut. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Ja, das ist ja jetzt mal peinlich. Das ist ja mal mega peinlich. Ich habe mich schon gewundert. Oh, er friert. Ja, hast du Pech. Ich habe mich gerade voll blamiert im Internet. Ja gut, passiert. Was mache ich denn mit der Werkbank jetzt? Oh nein, ist das blöd. Die nehme ich mit rüber. Die kann hier hin. Ach nee, also wirklich, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Verbesserte Werkbank, 2 Eisenbarren, 2 Kupferbarren. Hm, ich hasse es. So,
So, die packe ich jetzt erstmal hier hin. Keine Lust, immer hin und her zu laufen. Zwei Eisenbahren, die haben wir ja gleich. Bei Kupfer bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Eisen, Kobalt, Kupfer 1, Kupfer 2. Boah. Ist nicht wahr. Was für ein Glück. Und den können wir auch noch reinschmeißen. Weil wir brauchen ja nochmal Nägel, glaube ich. Nägel 10. Und 10 Bretter. Okay, das ist ja mal kein Problem. Aber ich nehme mal hier die Steine schon mal mit. Uiuiui. Ui, ui. Das ist ja jetzt mal ärgerlich. Zehn Nägel mal vergeudet. Was knurrt ihm? Oh, Duscht und Proteine. Habe ich überhaupt noch Wasser? Ach, dieses Knurren, ich finde das so lustig. So, das machen wir mal weg. Nicht, dass ich das außersehen noch trinke. Ich hoffe, ich habe hier noch Wasser drin. 22, na, ist ja mal. Das hat sich ja mal voll gelohnt. Ich will immer zum Wasser gehen im Winter, ist auch komisch. So, den machen wir voll und den. Ja, da muss ich mal Feuerholz besorgen. Habe ich nichts mehr. Na, das brennt ja auch noch ordentlich. Gewächshaus brennt aber auch noch, wie ich gerade sehe. Dann schnappen wir uns doch hier einfach mal ein paar Stämme. Der Arme. Dem brummt der Bär. Nee. So. Und so. Weil ich könnte die, glaube ich, alle erstmal. So, dann machen wir mal hier an. Und futtern noch einen Fisch oder sowas. Reicht einer? Wie spät ist es denn? Ja, einer reicht. Muss man nicht übertreiben hier. So, die Kartoffeln können in die Kiste und die habe ich ja auch noch ein bisschen. Zeug, was gerade verdorben ist, verdammt. Kartoffeln weg. Die sind noch haltbar. Das hält sich ja sowieso. Anderthalb Stunden. 10 Minuten, die esse ich jetzt mal. 10 Stunden, anderthalb Stunden. Ne, die esse ich dann zum Frühstück. Okay, so. Die mache ich mir jetzt auch noch zu Feuerholz und Stöckern. Einfach ein bisschen Reserve haben. So. Nehme ich mir noch mal zwei Scheite mit für drüben. Stock können wir auch mitnehmen. Und zumachen. Ja, das ist ja komisch. Das hält sich jetzt echt länger. Dann hat das mit der Kohle zu tun. Ich hätte die Kohle nicht reinschmeißen dürfen. Ach nee, komm, den nächsten Baum. Und es wird wieder so ein schöner Abendhimmel. Den nächsten Baum machen wir jetzt mit der Eisenaxt. Hä? Was ist denn jetzt schon wieder sein Problem? Ach, Durst. Stimmt ja, da war ja noch was. So, dann machen wir das auch gleich rein. Das ist nämlich auch abgekocht. So, und jetzt bitte, bitte möchte ich endlich mal hier fertig werden. Ich bin schon ganz gefrustet. Weil ich seit 20, gefühlt 20 Folgen sage, wir machen uns hier die verbesserte 10 Nägel.
Stimmt, die habe ich weggeschmissen. Okay, das ist aber kein Problem. 6, 7, 8. 9, 10. Ist die Schmiede noch an? Ja, da machen wir Kohle rein. Da lohnt sich dann tatsächlich die Kohle. So, ich schnapp mir nochmal einen Stock. Der hier so liegt. Hier liegt noch einer. Noch einer. Und zwei können rein. Genau, Nägel wollte ich machen. Da sind sie. Holzscheit kann hier rein. Wow. Bitte. Ja, wir haben sie. Jetzt müsste man eigentlich auch tatsächlich den Schleifstein basteln. So, die kommt mal weg. Die kommt dahin. Die zerstören wir mal gleich. Ach, ist noch ein bisschen schwierig hier mit dem Zerstören. So, weg ist sie. Huch. Weiter geht's. Wir haben die Eisenaxt. Yeah. Gleich mal hier Probe schlagen. Egal, wie spät es ist. Wie spät ist es eigentlich? 10 Uhr. Wo ist denn mein Wagen? Ich glaube, ich müsste dann auch nochmal einen zweiten Wagen bauen. Ja, das ging doch mal eindeutig schneller. Na, Hirschi? Ja, tut mir ja auch leid. Aber ich habe erstmal genug zu essen. Weg ist er. So, das ist dann unsere nächste Aufgabe. Und natürlich der Vogel. Eine Spitzhacke. Die gönnen wir uns jetzt auch noch. Die braucht ja zum Glück nur zwei. Einer fehlt. So, das kann aber weg. Ja, und da müssen wir nämlich Steine sammeln ohne Ende. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich nochmal so eine Kiste, die wir uns bauen. Wo haben wir sie? 10 Nägel. Alles braucht Nägel. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, 10. Ich habe 8. 8 brauchen wir. 10 habe ich. Aber egal. Ja, wir haben nur noch 5 Nägel. Schade aber auch. Gehen wir erstmal schlafen bei minus 9,8 Grad. Aber soll ja sehr gesund sein, nicht so warm zu schlafen. Und der Magen knurrt. Und wir haben einen schönen Morgenhimmel. Gucken wir mal, was wir hier noch essen können. Damit das alles erstmal wegkommt. Das habe ich ja leider verderben lassen. Also erstmal ein Brötchen zum Frühstück. So muss das sein. Das nehmen wir auch. Dann gucke ich mal drüben mit dem Gemüse, ob wir das schon mal essen können. Dann brauchen wir Proteine mal wieder. Machen wir mal voll. Und ich glaube, hier habe ich irgendwo noch einen Fisch drin gehabt. Ja. Können wir gleich mal ausnehmen. Oh, es ist kalt. Ach ja. Und wenn einem kalt ist, wird alles blau. Finde ich auch lustig irgendwie. Aber gut, er schläft auch schon bei Minustemperaturen. Ach ja, die bringen ja nur 2. Da werde ich dann doch noch mal ein bisschen was aufhängen. Oder ist hier noch der Hirsch? Aber nee, wir haben ja hier noch ein bisschen. Ein bisschen Fisch haben wir noch. Nehmen wir mal 3 Stück, die können wir noch aufhängen. Einmal hier drin und einmal draußen.
drei Stück kommen hier hin. Wasser haben wir auch noch, aber ich fülle das mal gleich nach. Genau. So, dann müsste doch eigentlich jetzt unser Spitzhackenkopf fertig sein. Ah, verdammt, die haben nur 9. Das ist nicht so schön. Aber für irgendwas brauchte ich doch jetzt gerade noch Nägel. Ach, für die Kiste. Natürlich. Wo haben wir denn unsere Werkbank? Nee, Quatsch. Wir müssen ja tatsächlich erstmal wieder... Ach, hier ist nur ein Stein. Den packe ich mal gleich mit rein. Da haben wir nämlich eine gerade Anzahl. Ich mag das immer nicht, wenn es ungerade ist. Keine Ahnung. Eigentlich blöd, aber so ist das eben. Ja. Stock habe ich weggepackt. Den nehme ich mal mit. Hier ist noch einer. So, damit haben wir auch die Eisenspitzhacke. Das ist total schön. Ich hätte mal auch gleich Nägel machen sollen. So, weg. Nee, du doch nicht. Die kommt hier weg. So. Na. Und weg. So. Okay, dann mache ich mal Nägel und dann haben wir noch eine weitere Steinkiste. Wir können dann mal schauen, wie schnell tatsächlich auch die... Dum-di-dum-di-dum. Wir warten auf den letzten Eisenbarren. So, die beiden Bretter kann ich mal, obwohl wir können schon mal Bretter verteilen. Das war's schon. Also das, diese Brücke wird tatsächlich ein sehr, 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 sehr teures Vergnügen. Jeweils 6 Bretter und 4 Stämme. Ich weiß nicht, ob dann überhaupt auf der Insel noch ein bisschen Holz zu finden sein wird. Da bin ich echt mal gespannt, wie schnell das dann auch nachwächst. Wir haben ja zum Glück hier alles ringsrum. Aber es bietet sich echt an, jetzt im Winter zu bauen, weil man dann hier schneller das Holz ranschaffen kann. So, ich packe mal hier gleich nochmal welches rein. Ist halt blöd, man sieht es nicht. Man sieht es einfach nicht. Ja. Aha. Die skaloppieren. Ich finde das so niedlich. Huch. So. Haben wir den auch drin? Dann warten wir mal auf die Nägel. Zwei können wir schon mal hier reinmachen. 1, 2. Ganz vorsichtig drücken. Jetzt ärgere ich mich wieder. So, den machen wir mal zu Nägeln. Das heißt, wir haben die Kiste dann auch fertig, wenn ich sie wiederfinden würde. Ist gar nicht so einfach, ist bei dem Schnee. So, und dann gehen wir jetzt mal Steine hacken. Am besten gleich die hier am Abhang. Oh. Wir frieren ein bisschen. Ich habe aber keine Jacke. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, mir eine Jacke zu bauen. Ich hoffe, wir kommen ein bisschen klar ohne Jacke.
Naja, sieht schlecht aus. Gesundheit geht schon runter. Verdammt auch. Und ich muss auch gleich noch mal ins Gewächshaus gucken. Ja, da müssen wir schauen, was wir für eine Jacke brauchen. Blöde ist nur immer mit der Jacke. Du gehst rein, du gehst raus und immer wieder fehlt dir. Also wenn du drin bist, bist du überhitzt, bist du draußen, ist alles in Ordnung. Aber du gehst ja nun mal halt auch rein, um bestimmte Sachen zu machen. Dann kannst du die Jacke nicht mal eben aufhängen, weil Kleiderständer halt teuer. So. Sehr schön, schon mal eine Kiste voller Stein. Und es geht natürlich alles auch gleich viel ein bisschen schneller. So, wir gehen mal zur Schmiede, da müssten wir uns eigentlich genug aufwärmen können. Nee, können wir nicht. Nee. Neun, ein Stein fehlt. Da ist er schon. Okay, da müssen wir doch mal kurz rein. Die Schmiede bringt dann doch noch nicht so viel Wärme. Allerdings, ich muss kurz zum Gewächshaus. Es sieht so aus, als würde es noch brennen. Das finde ich sehr schön. Schnell zumachen. So, wir haben... Ja, ja, jammer nicht. So, wir können es kurz aufwärmen. Ist doch auch schön. Brauchen wir hier noch Wasser? Ja, wir brauchen noch mehr Wasser. Melone ist fertig, Gurke ist fertig und die ist auch fertig. Aber die will ich noch nicht abnehmen, weil die halten sich ja leider dann doch nicht ganz so lange. Huch. So, wir gehen mal zurück. Wir müssen mal schauen, dass wir uns doch irgendwie eine Jacke bauen. Ich bin ja kein Fan von der Jacke. So, hier nehmen wir uns auch mal Holz mit. Tür zu. Achso, wir haben genug Holz. So, 23 Grad ist natürlich schon angenehmer als lausige minus 14. Gucken wir mal, was die Jacke kosten würde. So, die kostet 25 Pflanzenfasern und 10 Federn. Das geht ja eigentlich noch. Federn müsste ich echt genug haben, wenn ich sie finde. Da. Zehn. So. Bauen wir uns mal eben eine Jacke. Ah, da kommt schon wieder ein Schneesturm. So, Wintermantel, da ist er. Ist das ein Schneesturm? Na, mach mal zu. Nee, ist kein Schneesturm. Da haben wir ja Glück gehabt, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen weiter basteln. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, dann geht es tatsächlich ans Abholzen. Ich freue mich voll, dass wir die Eisenwerkzeuge geschafft haben. Auch wenn es da ein bisschen schwierig war mit meiner Werkbank. Und das Ganze sieht natürlich auch mega aus, oder? Muss ich echt sagen. Ja, mal weg hier. Sehr interessant. Also kann man nicht anders sagen. Bin gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig wird. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.